Hallo, ihr könnt mich ein bisschen für bescheuert halten, das ist möglich. Vielleicht bin ich auch zu emotional, auch möglich. Aber wenn es an Unschuldige geht, die hier abgeschlachtet werden, dann hört der Spaß irgendwo auf. Ich habe mich lange gewehrt gegen eine Meinung, die gegen Ausländer ist. Aber mittlerweile ist es ganz einfach so, dass immer mehr auf den Zug aufspringen und der Meinung sind, sie müssten hier in Deutschland irgendwelche Menschen abschlachten. Ob sie mit der Axt losgehen, ob sie irgendwelche Bomben bauen oder hast du nicht gesehen, wir sind kein Freibrief. Hier gibt es keinen Freibrief für irgendwelche Ausländer, die ihre fanatistischen Glaubensrichtungen in irgendeiner Art und Weise ausleben müssen. Wir haben unsere Mentalität und die Ausländer haben ihre Mentalität. Und wenn sie das hier nicht begreifen, was hier in diesem Land los ist, dann bin ich der Meinung, alle in den Sack stecken und raus. Alle raus. Alles raus, was nicht deutsch ist. Tut mir leid für die bösen Worte, aber die Ausländer haben sich selber versaut. Wer sich hier integriert hat, wer hier unseren Lebensstandard, unsere Gepflogenheiten akzeptiert, ist für mich herzlich willkommen. Aber absolut herzlich willkommen. Ich sag nur eins. Ehemalige DDR, unsere Vietnamesen haben sich wunderbar integriert, sind seit vielen, vielen Jahrzehnten schon in diesem Staat. Und ich habe da noch nie irgendwas Böses gehört oder gesehen oder irgendwas. Sind ganz, ganz liebe Mitbürger. Aber was jetzt abgeht, wie sagen die Türken? Ah, wir waren früher da. Ja, und was machen sie jetzt? Jetzt rennen sie Erdogan hinterher und bald haben wir einen ersten Türkischen, der hier auch irgendwo in irgendeinem Hotel oder irgendwas in die Luft sprengt. Das geht nicht, Freunde, das geht gar nicht. Hier ist Deutschland und wer hier lebt, hat das zu machen, was wir sagen. Und wenn die Bundesregierung nicht in der Lage ist, ich unterschreibe jede Petition, dass hier diese Bundesregierung komplett abgewählt wird. Weil das ist doch hier. Echt. Sollen sie mal ins Bundeskanzleramt eine Bombe reinschmeißen? Vielleicht ist dann Ordnung, vielleicht werden sie dann wach. Aber solange wie es einen selber nicht betrifft, kann man ja immer sagen, wir bedauern die Opfer, na schönen Schrank auch. Ihr müsst mal die Opfer sehen, die es auch betrifft. Ist doch hirnrissig, was ihr macht, Bundesregierung. Raus. Millionen Menschen sind drinne. Sammelt zusammen, rottet zusammen, ab ins Flugzeug und zurück. Landen, raus, weg. Es reicht, Freunde, es reicht. Und das ist nicht rechtsradikal. Das ist Angst um mich, um meine Nachbarn, um unsere Bürger, um die Kinder und die Jugendlichen, die zu Schaden kommen, um die Älteren, um die Eltern, die trauern. Die können nichts dafür, dass unsere Bundesregierung zu dämlich ist, wirklich zu dämlich ist. Die ich rief als Geister, werde ich nicht wieder los, hat Goethe geschrieben. Ja, Frau Merkel, das hätte man irgendwann mal, ne, wenn man schon Doktor hat, dann sollte man das kennen. Ey, ist hammerhart. Ich kann es noch ein paar Mal und ich gifte jeden an. Andere Hautfarbe auf der Gasse. Es kann nicht sein, dass die hier alles geschenkt kriegen, alles rein in den Arsch steckt kriegen und dann fackeln sie hier die Buden an. Bauen hier die Bomben und setzen einen Hungerstreik, wenn sie nicht 2000 Euro kriegen. Ey, geht's noch? Unser eins, der muss arbeiten jeden Tag. Nee. Verständnis ist null. Deutsche Regierung, ich spreche euch echt, aber wirklich, ich spreche euch echt das Vertrauen ab. Und wer das hört und der gleichen Meinung ist, teilen bis zum Verrecken. Weil so geht es nicht weiter.